So, ich bin heute mal im Auto und ich bin auf der Fahrt nach Garching. Warum nach Garching? In Garching liegt das Zollamt von München. Denn ich habe Post aus den USA bekommen. Ich habe ein Buchprojekt unterstützt und jetzt scheint dieses Buch mit der Post gekommen zu sein und ich muss es auslösen in Garching. In Garching ist der Zoll. Das kostet mich fast eine Stunde Fahrzeit einfach, dass ich ein Buch auslöse. Also da ist auch irgendwas faul. Das müsste man auch mal ändern. UPS schafft es, die Post, die Gebühr, die Zollgebühr an der Haustüre oder im Geschäft zu kassieren. Die Deutsche Post schmeißt einen Brief ein und ich darf zum Zollamt fahren. Was für mich ein Riesenaufwand ist. Jetzt bin ich noch ein bisschen im Urlaubsmodus und daher ist es ein netter Ausflug, aber in der normalen Zeit ärgert es mich komplett. Also ich fahre jetzt gerade dahin. Was geht's? Es ist ein Buch, es ist ein Fotobuch. Es ist ein Fotobuch über The Band. The Band war die Begleitband von Bob Dylan und dieses Buch enthält Fotos zu den Aufnahmen von Big Pig. Big Pig ist das Haus, in dem Bob Dylan damals geübt hat, geprobt hat mit The Band. Dylan hatte ja eine extrem erfolgreiche Welttournee 1966 hinter sich, hatte ganz, ganz wichtige Schallplatten auf den Markt gebracht. Bring It All Back Home, Like a Rolling Stone und dann Blonde on Blonde. Das Leben war ein Rock'n'Roll-Zirkus für ihn und irgendwann musste es ihn erwischen. Drogenstress, er ist mit dem Motorrad verunglückt und ja, war dann nicht mehr auffindbar für die Öffentlichkeit. Er hat sich zurückgezogen, schwer verletzt und hat dann geübt, hat wunderbare Songs eingeübt, geprobt mit The Band, die ja später 1975 das erste Mal als The Basement Tapes veröffentlicht wurden und dann viel, viel später noch in den 2000er Jahren als Bootleg Serials die kompletten Basement Tapes. Wunderbare, fantastische Aufnahmen. Und eben aus dieser Zeit gibt es ein Fotobuch von The Band. Robbie Robertson und Co. Hatten Dylan ja begleitet, hatten sich in Woodstock, der Gemeinde Woodstock, auch angesiedelt, in Arbeitsweite des großen Meisters und hatten sehr, sehr schöne Aufnahmen gemacht und auch die Fotoaufnahmen sind ganz, ganz toll. Viele sind berühmt geworden und jetzt sind im Grunde vom Fotografen alle wichtigen Aufnahmen, alle entscheidenden Aufnahmen in einem Buch, das er selbst verlegt hat, veröffentlicht worden. Dieses Buch hatte ich im Internet entdeckt bei einer Crowdfunding-Kampagne und ja, bestellt. Hat sich lange, lange, lange Zeit herausgezögert, also diese Geschichten, ich bringe das Produkt dann auf den Markt, wenn ich es angebe, ist völlig falsch, sondern sie bringen es halt dann auf den Markt, wann sie soweit sind. Das ist jetzt der Fall, ich habe also mehr als 2 Jahre auf dieses Buch gewartet und jetzt fahre ich nach Garching und ja, hoffe, dass ich das Buch bekomme. So, jetzt bin ich vom Hauptzollamt und Unterlagen habe ich dabei, jetzt schauen wir mal. Also, hat schnell geklappt. Halbe Stunde hat es gedauert, also super, war nichts los. Wie läuft es ab? Du gibst deinen Paketschein ab, dann holt der Mann das Paket. Du musst das Paket identifizieren, wirst gefragt, ob du in einen extra Raum kommst und oder ob du in einen extra Raum öffnen willst. Habe ich jetzt nicht gemacht, ich wusste ja, was drin war. Ja, dann wird es aufgemacht, wird der Preis ermittelt. Ich habe jetzt 41 Euro gezahlt bei einem Buch, was 240 US-Dollar kostet, das war der Zoll. Wir haben es als Fotobuch laufen lassen, als Fotogeschichte, damit war es etwas billiger. Ja, dann wird gezahlt in der Kasse, IC-Karten, Kreditkarten gehen und dann bekommt man seine Ware und die habe ich hier und zu Hause machen wir das Unboxing. So, jetzt bin ich auch dann endlich zu Hause und habe das Buch auch schon mal ausgepackt. Es handelt sich um Elliot Landy, The Band Photographs. 1968 bis 69 und zwar die Signature Edition, also die unterschriebene Ausgabe, die ich bestellt habe damals. Zusätzlich gab es noch eine Postkarte und zusätzlich gab es Monate vorher ein großes Poster und ein großes Bild, gedrucktes Bild mit seiner Unterschrift. Und ja, jetzt ist endlich das Buch erschienen und ich will es jetzt mal zeigen. Also als erstes, ich
hole euch mal wieder näher ran. Hier sehen wir als allererstes die Unterschrift des Meisters. Er war ja in den 60er Jahren einer der großen Rockfotografen, die wir hatten. Und ich habe mir schon ein bisschen durchgeschaut, das Buch. Es sind einige wirklich sehr, sehr gute, fantastische Fotos drin. Vor allem die Fotos der, ja, in Schwarz-Weiß. Die gefallen mir besser als die Farbbilder. Vielleicht liegt es daran, ja, dass die Farbfilme der damaligen Zeit halt nicht das entsprechen, was ich möchte. Also hier sieht man sehr, sehr schön die Idylle. Big Pig Days. Big Pig war das Studio in Anführungszeichen, wo sie aufgenommen haben. Und da sieht man schon die bestauliche Lage in Woodstock, wo die Herrschaften eben aufgenommen haben. Dieses Buch enthält keine Fotos von Meister Dillon, sondern nur Fotos, was heißt nur? Nur Fotos von The Band. Und eben im schönen Country-Aussehen, im Country-Look. Die Band hat ja amerikanische Rockgeschichte geschrieben mit ihrer Art von Musik. Ihr auch Instrumentarium war ja fantastisch. Sie konnten ja ziemlich viele Instrumente spielen und hießen ja, glaube ich, früher The Hawks. Mit Ronnie Hawkins waren sie unterwegs in Kanada und ja, recht wilde Kerle. Und hier dieses Buch zeigt sehr schön und da gefallen mir halt die Schwarz-Weiß-Bilder besser als die späteren Farbbilder, wie die Atmosphäre es ist. Und ich blätter jetzt einfach mal ein bisschen durch. Mal so rum. Einige Mitglieder der Band sind ja inzwischen verstorben oder haben sich das Leben genommen. Robbie Robertson, für mich immer noch einer der ganz Großen, veröffentlicht ab und zu mal irgendwelche CDs, die natürlich lange nicht mehr den Erfolg haben wie früher. Hier ein nettes Familienbild, Essensbilder, Frühstücksbilder. Also zeigt für mich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, eben wie dort gehaust wurde, jetzt wie dort auch gearbeitet wurde. Das Buch zeigt eben hinter den Kulissenbildern, wie aufgenommen wurde. Interessant ist eben das damalige Tonequipment. Weiter geht es dann in dem Buch mit Bildern von den Touren, von Live-Auftritten. Sehr schönes Mandolinenspiel hier. Immer wieder die Umgebung. Im Grunde hätte man alles auch als Plattencover der damaligen Zeit nehmen können. Ja, und hier beginnen dann die Farbaufnahmen. Das Grün ist nicht das Grün, was ich eigentlich hätte. Hier eine nackte Frau und die allen Herrschaften freuen sich natürlich. Spaßbilder, Swimmingpool. Wie gesagt, die Farbbilder sind im Farbfilm der damaligen Zeit, aber ja, ist halt als Zeitdokument zu sehen. Hier Performance-Bilder, Live-Bilder. Band eben auf der Bühne. Performance hier in Farbe. Schöne, eigentlich ein schönes Fotobuch. Muss mir den Rhythmus noch mal in Ruhe anschauen. Sehr schöne Links-Rechts-Kombination. Hier Robbie Robertson guckt in die Seite rein. Also das ist schön gemacht. Auch hier Porträtbilder. Auch hier wieder links-rechts. Passt das einwandfrei. Hier hat man ein bisschen Farbeffekte draufgelegt. Ja, das war wohl der psychedelische Look. Ein Fehler ist passiert. Die Erklärung der Fotos ist scheinbar falsch. Es kam dann noch in dem Ding, in dem Brief, der dabei lag, in der Packing-List, dieser Fotoindex dazu. Und man sagt, man soll den austauschen. Wie gesagt, man kann den natürlich nicht austauschen. Kann die Seite ja nicht rausreißen. Also legen wir es dazu. Also von die Freunde von Dillon und The Band. Hier endlich nach etlichen Jahren, nach 2-3 Jahren, endlich das Buch. Dankeschön.